Man sieht ja auch einige Spieler, auch wir, oder? Wir sind wirklich auf dem Zahnfleisch. Schon auf dem Kieferknochen bin ich mittlerweile. Also es ist eine unglaublich zähe Saison gewesen, aber eine unglaublich gute Saison. Drei Viertel von der Saison ist, oder sagen wir das erste Viertel nicht, aber das zweite und das dritte ist perfekt gewesen. Und am Schluss haben wir ein bisschen Mühe gehabt, auch ich habe Mühe gehabt, aber wir sind einfach total auf dem Zahnfleisch gelaufen. Darum umso grösseres Kompliment der Mannschaft. Ja, ich könnte jetzt sagen, ich wollte es spannend machen gegen GC, aber das ist natürlich nicht in meinem Sinn. Nein, für uns Spieler ist natürlich, wäre es schön, wenn man früher noch Meister ist. Aber jetzt für die Spannung und für die Fußballschweiz ist es sicher so interessanter gewesen. Es ist auch die mentale Müdigkeit, die enorm ist. Oder? Man hat das Gefühl, es geht und es geht trotzdem nicht. Also, man will Sachen machen auf dem Feld und dann merkt man, oh Scheiße, es ist irgendeine Blockade da und der Fuß macht nicht das, was der Kopf will. Und das ist eigentlich das Schwierigste gewesen. Ja, wir haben einfach hart müssen arbeiten für das. Wir haben das uns müssen verdienen. Es ist uns nicht geschenkt worden und von dem her ist das umso schöner, dass wir das jetzt haben klar machen können. Mit der Halbfinal-Qualifikation in der Euroleague ist das natürlich eine unglaubliche Saison in der Geschichte vom FCB. Wahrscheinlich eine der besten, wenn nicht die beste. Ich habe noch eine gewisse Barriere in mir, oder? Es ist ja theoretisch noch möglich, aber man kann jetzt das wirklich. Also wir sind Meister, das ist eine klare Sache. Aber trotzdem die letzte Barriere ist noch immer drin. Jeder Einzelne weiß, was für einen riesen Druck wir haben. Das wäre die Schweiz, glaube ich, jeden Einzelnen. Außer Basel hat jeder gewartet darauf, dass der FCB ausrutscht. Und nochmal, man darf nie vergessen, wir werden damit gemessen, aber man ist immer so Drucksituationen, ist es nicht immer einfach, dann auch genau die Leistung abzurufen, wo man muss. Und jeden Einzelnen in diesem Team ein grosses Kompliment, weil das braucht viel, dass man genau das standhalten und dann auch hier gehen. Wir haben so eine lange Saison gehabt. Wir haben so viel, sehr viel Gutes, wie auch Downs gehabt. Und ich glaube, man hat gesehen, wie wir zum Teil gefeiert haben. Es ist steif vom Herzen gefallen mir. Klar, ist es noch nicht ganz offiziell, aber das lassen wir uns nicht noch nehmen. Das haben wir uns verdient. Wir haben eine grandiose Saison gespielt, jeden Einzelnen. Und da kann jeder stolz sein. Es hat viele an der Kräfte gezerrt. Und da können wir jetzt am Samstag noch einmal alles und dann feiern wir ein Riesenfest.